Check-in im deutschen Überlingen am Bodensee. Doch für die Gäste vom Hotel Röther ist es gleichzeitig auch ein Auschecken aus dem Alltag. Mit all seinen technischen Annehmlichkeiten wie Handy und Internet. Die Belastung durch unsere Technologie, die wir heute einfach haben, die ist, denke ich, unbestritten. Und es war mir einfach wichtig, dass wir so Sachen wie auch Funktelefone abschaffen, dass wir kein WLAN im Haus haben, keinen Hotspot. Ja. Und ja, wir sind ein Kurhaus. Der Gast, der hierher kommt, soll Ruhe finden. Ruhe und Entspannung im ganzen Haus. Und das ohne Kompromiss und vor allem ohne schädliche Einflüsse von außen. Das ist das Credo vom Hotelier Michael Röther. Das Thema Energetisierung und Reduzierung von umweltschädigenden Einflüssen hat mich schon immer sehr interessiert. Und ich war für das Thema schon immer sehr offen und hatte dann eine Begegnung mit einem Gast unseres Hauses, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und daraus ist es entstanden, dass wir ja, seit mittlerweile 2 Jahren hier im Hause komplett alle Räumlichkeiten harmonisiert haben. Harmonie schafft der Hausherr in seinen Räumlichkeiten unter anderem mit dem dekorativen Gerät namens Airwell. Produziert von der Firma Fostag kann die Skulptur viel mehr als nur schön aussehen. Es ist unser Multifunktions-Harmonisierungsprodukt, wenn man so sagen darf. Das Wichtigste ist sicherlich die Luftreinigung, da hat er das größte Wirkungsfeld. Die Informationsfelder in der Luft stehen nicht immer im Einklang mit dem körperlichen Informationsfeld. Und der Airwell harmonisiert diese Felder. Die Luft wird gereinigt, bereinigt von Feinstaub, von anderen Schadstoffen. Ein weiter wichtiger Punkt ist die Harmonisierung von geopathischen Störfeldern. Das betrifft Wasseradern, andere geopathische Belastungen, die von unten kommen. Er harmonisiert genauso Elektrosmog und die radioaktive Belastung, die wir vermehrt in der Luft haben, die Menschen nicht sehen und eben durch Müdigkeit, durch Leistungsabfall, durch Krankheiten darauf reagieren. Und gerade darum ist der Airwell im Hotel Röther am richtigen Ort. In einem Wellnesshotel ist er natürlich optimal platziert. Die Menschen kommen mit sehr vielen Belastungen an, können aber sehr viel besser regenerieren und sich wieder aufladen, können viel besser entspannen, ihr Immunsystem stärken und fühlen sich viel leistungsfähiger. Es ist wie ein kleiner Kraftplatz, den sie sich aufbauen in diesem Feld, wo der Airwell steht. Diese Beobachtung hat auch der Hotelier Michael Röther in seinem Haus gemacht. Gerade hier in diesem Bereich, wo ich mich jetzt befinde, im Hintergrund unser Airwell, das ist ein Bereich, wo abends sich die Gäste zum Wassertretbink und zum Plausch einfinden. Und da merke ich einfach, das ist ein Platz der besonderen Anziehung. Also der Mensch, ungefragt, nimmt er hier Platz, weil er merkt, hier fühle ich mich wohl. Und das ist für mich einfach ein ganz spezielles Indiz dafür, welche Kraft und welche Energie von diesem Bereich im Haus speziell ausgeht. Unsere Gäste berichten von einer besonderen, speziellen Atmosphäre, wenn sie hier das Haus betreten. Ja, dann haben wir festgestellt, dass unsere Mitarbeiter im täglichen Umgang entspannter, leistungsfähiger geworden sind und insgesamt einfach eine gute Schwingung im Hause herrscht. Dass der Airwell gegen Elektrosmog, Radioaktivität und Radon wirkt, ist in einer Blindstudie nachgewiesen worden. Das Gerät gibt es nicht nur für Hotel und Gewerbe, sondern auch in kleinerer Ausführung für die Stube zu Hause.